Dr. Klaus Prochotzei wird seinen Besuch der Schwibbogenausstellung im Pferdegöpel Johanngeorgenstadt in guter Erinnerung behalten. Weil er als 3000. Gast begrüßt wurde, konnte der Erlabrunner einen Schwibbogen mit nach Hause nehmen. Glückwünsche gab es von Harald Teller, dem Vorsitzenden des Fördervereins Pferdegöpel, Bürgermeister Holger Haschek sowie den Ausstellungsinitiatoren Heike und Wolfgang Lorenz. Das Ehepaar aus Wedemark bei Hannover war am Sonnabend mal wieder im Erzgebirge unterwegs. Da traf es sich gut, dass man in Johanngeorgenstadt dem Jubiläumsgast aus erster Hand über die Hintergründe der Sonderausstellung berichten konnte. Natürlich wurde dabei erklärt, wie die Modelle der erzgebirgischen Ortsschwibbogen in der Hobbywerkstatt der Familie Lorenz entstehen. Auch bei ErzTV soll Wolfgang Lorenz demnächst zu Wort kommen. Die Sonderausstellung im Pferdegöpel Johanngeorgenstadt kann bis zum 1. März außer montags und freitags täglich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr in Augenschein genommen werden.